In solchen Momenten denke ich immer, es müsste mir eigentlich verdammt peinlich sein, dass ich jetzt erst den Lesemonat für den April abdrehe. Aber okay. Wir lassen es uns einfach mal dahingestellt. Wir ignorieren diese Tatsache und ich begrüße euch jetzt einfach mal zu meinem Lesemonat für den April 2024. Leider, wie gesagt, wieder viel zu spät. Aber ich möchte euch trotzdem jetzt die 9 gelesenen Bücher zeigen, die ich alle, ja, weggesuchtet habe, die ich vergöttert habe, die ich nicht ganz so gut fand, aber alles nach und nach. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Büchern an, die mich nicht so ganz gecatcht habe, die ich als Hörbuch im April gehört habe. Und zwar habe ich jetzt zu dieser Trilogie gegriffen, zumindest zu den ersten beiden Teilen, denn die gab es als Hörbuch bei BookBeat und ich glaube, den dritten Teil, da werde ich einfach nicht weitermachen. Und zwar geht es um die Reihe von Mary Lou Legend. Einmal Fallender Himmel, das ist der erste Band ihrer Reihe. Und der zweite Band ist Schwelender Sturm. Und das ist ja eine Reihe, ich zeige euch jetzt einfach nochmal den ersten, die damals ziemlich rumgegangen ist. Also das wurde ja damals angepriesen als die beste Trilogie, die das im Bereich von... ja, Dystopie überhaupt gibt, die man überhaupt gelesen haben muss. Und ja, natürlich habe ich sie mir damals auch gekauft. Und im Jahr 2024 schafft so eine Annie es dann auch mal, so eine gehypte Reihe zu lesen. Und sie ist einfach bitter enttäuscht. Ich bin schon ohne Erwartung quasi drangegangen. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass mich diese Reihe in irgendeiner Form gecatcht hat. Also es sei jetzt keine komplette Enttäuschung, aber ich habe mir wirklich viel mehr von dieser Reihe versprochen. Die Grundgeschichte handelt hier von Day und June. Und die beiden sind quasi eigentlich erbitterte Erzfeinde. Also June ist dazu auserkoren oder ausgebildet worden, Gegner auszuschalten, umzubringen. Und darunter zählt dann halt auch Day. Und ja, sie muss aber nach und nach feststellen, dass er vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie es ihr verkauft wird. Also man muss auch dazu sagen, dass Day der Mörder ihres Bruders ist und sie sowieso einen Hass gegen ihn hat. Und ja, natürlich kommt es dann wieder dazu, dass sie dieses ganze System, was sich im Laufe der Jahre quasi ja gebildet hat, versuchen müssen zu sprengen. Und das ist die grobe Geschichte in diesen Büchern. Also wie gesagt, ich kann jetzt diesen Hype und diese Bücher von damals echt nicht nachvollziehen. Also wie gesagt, es ist natürlich auch jetzt im Laufe der Jahre vieles rausgekommen, was besser ist, vielleicht auch, weil es alles mittlerweile auch ziemlich ähnlich ist. Und ich denke aber, dass diese Bücher einfach nicht da mithalten können und das finde ich ein bisschen schade. Von mir haben sie 2 bis 3 Sterne bekommen, ist eine nette Geschichte, aber wie gesagt, ich werde den dritten Teil nicht mehr lesen. Leider nicht. Dann machen wir mal weiter mit 2 Graphic Novel, die ich gelesen habe. Das war eine komplette Überraschung für mich. Also der zweite Teil ist sogar erst rausgekommen und ich hab's weggesuchtet. Ich war auch erst am Überlegen, ob ich den dritten Teil, der irgendwann rauskommt, vielleicht überhaupt noch haben möchte. Aber nachdem ich diese beiden Schätzchen hier durchgesuchtet habe, ja, war das natürlich überhaupt keine Frage mehr. Nämlich habe ich mir die wunderbare Liebesgeschichte von, wo ist der erste Teil? Laura Kneidel und Gabrielle Buzzozzo, Berühre mich nicht, geschnappt. Das Ganze ist nochmal die Berühre mich nicht-Reihe quasi nochmal als Graphic Novel Form und ich muss euch einfach mal was zeigen. Ich liebe diese Zeichnung, die sind wunderschön. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich beide Bände wirklich an einem Tag jeweils weggesuchtet. Also das ist hier nochmal der Vollständigkeit halber. Der erste Teil hat von mir natürlich 5 von 5 Sternen bekommen, ne? Und das ist der zweite Teil, ist mindestens genauso schön. Und der dritte Teil, der kommt, glaube ich, im Herbst raus und wird dann blau sein. Denn die Geschichte ist hiermit noch nicht zu Ende erzählt. Ja, und auf jeden Fall, ich war sehr überrascht, dass mich das Ganze so packen konnte. Ich muss dazu sagen, dass ich Berühre mich nicht natürlich damals gelesen habe. Dass ich aber wirklich fast keine Erinnerung mehr habe und deswegen fühlte sich das jetzt für mich einfach so an, als ob ich jetzt nochmal so ein komplettes neues Buch zum ersten Mal lese. Ja, wenn jetzt alle Teile davon natürlich als Graphic Novel rauskommen, dann habe ich natürlich nochmal so eine komplett neue Geschichte für mich, denn eigentlich war mein Vorhaben auch immer, dass ich den
ersten Teil berühre mich nicht, vielleicht irgendwann nochmal lese. Aber das tue ich ja jetzt quasi und ja, vielleicht höre ich dann berühre mich nicht irgendwann nochmal als Hörbuch. Auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr tolle Geschichte. Und ich muss jetzt mal einmal schauen. Es geht hier um Sage und Sage hat schon in ihrer Vergangenheit einiges mitgemacht. Sie ist auf der Flucht vor ihrem Stiefvater und möchte jetzt an der Uni komplett neu anfangen und ja, hat auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so Panikattacken, wenn ihr quasi Männer zu nahe kommen. Und ja, sie versucht sich jetzt natürlich irgendwie anzuvertrauen und kommt natürlich dann diesem jungen Mann hier näher. Und wie man schon sehen kann. Und es ist eine super, super süße Liebesgeschichte, hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die Aufmachung von diesem Buch ist wirklich ein Träumchen. Ich habe aber auch im April endlich mal eine Reihe beendet. Und zwar, ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf, aber ich wollte es einfach mal zu Ende bringen. Freed von E.L. James. Das Ganze ist der dritte Teil von 50 Shades of Grey. Aus seiner Sicht, also aus Christians Sicht, der dritte Teil heißt, glaube ich, Befreite Lust, genau. Nach diesem Titel habe ich jetzt gerade gesucht und ja, jetzt erfahren wir quasi, wie so Christians Gedanken waren. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wie so Christians Gedanken waren. Könnte man denken, aber ich finde, es geht eigentlich. Also es war jetzt nicht so, ja, wie man sich das jetzt eigentlich vorstellt. Also er hat jetzt nicht nur versaute Gedanken gehabt. Es geht auch, man merkt auch, dass er wirklich zu Anastasia so eine besondere Verbindung hat. Und wir erleben natürlich auch hier in diesem Buch viel mit den beiden mit. Und zwar heiraten sie ja, das wissen wir ja alle schon anhand des Films. Und sie haben natürlich auch ihre Flitterwochen. Sie haben natürlich auch einige, ja, Feinde, sag ich mal, die ihrer Liebe quasi im Weg stehen und das wird hier alles nochmal neu aufgearbeitet und es war eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte. Deswegen hat das Ganze von mir auf jeden Fall 4 von 5 Sternen bekommen. Yay! Dann ist mir aber mal wieder bewusst geworden, dass ich auch mal wieder was von Disney lesen sollte. Deswegen habe ich mir einen neuen Tristay-Band geschnappt. Und zwar von Jen Konalita, Der Weg zum Licht. Was wäre, wenn Meg eine griechische Göttin geworden wäre? So, genau. Und die Geschichte von Herkules wird in diesem Buch natürlich einmal komplett anders erzählt. Denn als quasi die eigentliche Geschichte von Herkules vorbei ist, darf Herkules den Olymp nicht verlassen, als er quasi seinem Vater und seiner Mutter gegenübersteht und ja, er möchte natürlich Meg nicht alleine lassen und Meg bekommt jetzt die Aufgabe zu beweisen, ja, dass sie quasi geschaffen ist, eine Göttin zu sein und bekommt eine Aufgabe gestellt und ob sie diese lösen kann, was es mit ihrer Vergangenheit zu tun hat und was noch alles hier so in diesem Buch passiert, könnt ihr natürlich hier nachlesen. Es ist eine super coole Geschichte. Also ich bin ja sowieso ein großer Herkules-Fan. Hat mir also ziemlich gut gefallen und von daher konnte ich diesem Buch hier nur 5 von 5 Sternen geben. Dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, denn ich habe danach noch 2 Comics gelesen. Ebenfalls eine Fortsetzung und zwar ist es von Elizabeth Lim, Der Schwur des Drachen und ich habe das Ganze übrigens noch mit Buchschnitt bekommen, wo ich bis heute nicht drauf klarkomme. Es ist einfach viel schöner alles mit buntem Buchschnitt. So, das Ganze ist der zweite Teil zu die 6 Kraniche. Ich sage immer 7, aber es sind eigentlich nur 6 Kraniche. Ja, und hier ist quasi das große Finale mit Prinzessin Shiori, die ihrer Stiefmutter ja damals entkommen ist und nachdem diese quasi ihre Brüder in Kraniche verwandelt hat und sie einen Weg finden müsste, ihre Brüder zurückzuverwandeln. Sie selber wurde auch verflucht, denn sie wurde damit verflucht, dass sie einen Helm tragen muss und jedes Mal einer ihrer Brüder sterben muss, wenn sie auch nur ein Wort sagt und
Ja, die Geschichte wird jetzt natürlich hier weitergesponnen und ich möchte jetzt gar nicht so viel dazu sagen, denn sonst würde ich euch wahrscheinlich vom ersten Teil spoilern. Ich kann nur sagen, dass ich das Ganze als Hörbuch gehört habe und es mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist so fantasievoll. Es hat so ein besonderes Flair, eine besondere Atmosphäre. Das Ganze ist so ein bisschen asiatisch angehaucht und das spürt man in diesem Buch. Also es ist so fantasievoll geschrieben. Es hat mir so viel Spaß gemacht und ich kann euch die ganze Reihe nur empfehlen. 4 von 5 Sterne für dieses Buch. Also ich kann mich bis auf Legend eigentlich bei diesem Lesemonat überhaupt nicht beschweren. Und dann machen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen, mit den letzten beiden Comics, die ich gelesen habe. Und zwar habe ich mir jetzt endlich mal die Avengers Marvel Movie Collection geschnappt und habe jetzt mal den ersten Spider-Man Band quasi gelesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Also es sind verschiedene Geschichten rund um Spider-Man hier drin. Die ersten, muss ich sagen, gefallen mir immer sehr viel besser. Weil man sieht auch, dass es dann quasi wie im Film aufgemacht ist von den Zeichnungen her. Aber nachher hat man auch noch diese originalen Geschichten rund um Spider-Man. Das fand ich dann nicht mehr so interessant. Aber trotzdem gab es hier auch sehr viele Parallelen. Also von Spider-Man Homecoming bis hin zu Civil War und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Also mir hat dieses Buch hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ja, in meinem nächsten Lesemonat werdet ihr auch die anderen Teile kennenlernen. Ob es dann immer noch so gut ist, das wird sich dann noch natürlich zeigen. Aber was für mich ebenfalls noch ein Highlight war, ist die Gesamtausgabe von, das Buch ist wieder so schwer, von Harleen und da sind alle 3 Teile drin von Stephen Sejic. Und ich bin ja eigentlich dafür bekannt, dass ich jetzt nicht so der größte DC-Fan bin. Also bis auf Harley Quinn. Deswegen wollte ich mal was Comichaftes so von Harley Quinn lesen. Und das Ganze ist auch ziemlich cool gemacht. Es ist düsterer als jetzt so die Harley Quinn, die wir jetzt kennen. Also das sieht man dann schon anhand der Zeichnungen. Aber trotzdem erleben wir jetzt hier nochmal die Geschichte rund um Harley Quinn, wie sie den Joker kennengelernt hat, nochmal komplett neu. Und ich feiere diese Geschichte absolut. Und ja, ihr seht schon, es ist auf jeden Fall düsterer, aber trotzdem, ich störe mich ja nicht an düsteren Geschichten, im Gegenteil. Ich feiere das ja total. Deswegen, das Ganze hat von mir 5 von 5 Sterne bekommen und ich habe auch das Ganze an einem Tag gelesen. Ja, und das war jetzt mein April 2024. Ihr seht so, was ich büchertechnisch alles getrieben habe. Und ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, was habt ihr alles im April gelesen? Schreibt mir das in die Kommentare. Genauso wie, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Buch hier aus diesem Video schon kennt, gelesen habt, auf eurer Leseliste habt, auf eurem Sub. Lasst mich das wissen, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Bye, ihr Lieben!